Zeit, da sein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und Geschlecht Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger.
Starker
Thank you.
Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Das lässt der Mund dem Hirtenchor erfüllen.
Engel jauchzt und singet, dass es uns heut so schön gelinget. Auf denn, wir stimmen mit euch ein, uns kam es so wie euch erfreun.
es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria,
preisten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Oh,
Oh,
Gnade würdiglich und mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben. Mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, mit Danken zu erheben, zu erheben. Ich will nur dir zu Ehren leben. Ich will nur dir zu Ehren leben. Mein Heiland, gib mir mein Herz recht eifrig tut. Musik
Sei nicht lang, sei nicht lang, sei nicht lang.
Als der König ihr Rudes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken an meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Unter den Fürsten Juda,
Wenn der Stern erschienen wär,
Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.
so grimmig stellen, droht nur mich ganz und gar zu fällen. Doch seht, mein Heiland wohnet hier, doch seht, mein Heiland wohnet hier. Könnt ihr mir für Furcht erwecken, mein Schatz?